Das war wieder Idas Inventar. Ich habe kein Plaster. Scheiße. ich brauche 3 Stück. Ich war schon schön. Ist hier nichts mehr in der Kuppel? Da bin ich noch nicht wieder reingegangen. Also ich sehe zum Beispiel hier draußen Plaster rumschwimmen. Wo ich nicht mit dem Haken nicht rankomme. Ernsthaft? Ey. Schwimmst du, ich lenk den Hai ab. Der ist auf mich fixiert. Ah, warte. So. Eins. Zwei. Das sind genau 3 Plaster. Aha. Kommst du, Poppy? Nee, er kommt zu mir. Aber jetzt erst, das geht ja. Geht ja. Da. Danke. Dann gehe ich nochmal hier rein. Haha, hast mich nicht gekriegt, Arschloch. Machete. Och Gott, jetzt habe ich auf immer Durst, willst du mich verarschen? Ne? Arschol. So. Bist du schon wieder auf dem Weg? Ich bin auf der Insel gerade. Was? Oh nee, jetzt verfolgt mich so ein hässliches Vieh. Oh, da ist auch so ein Ding. Also soweit ich weiß, die Türen, die kein Licht dran haben, die schwarz sind, die kann man nicht öffnen. Wie es zum Beispiel bei diesem Imbiss ist. Ach ja, das war das. Das habe ich mir extra noch aufgeschrieben. Der Code hat irgendwas mit den Haustürzahlen zu tun. Das hat er letztes Mal ja noch herausgefunden, oder? No. Aber wie, wo, was, habe ich keine Ahnung. Das war ja deine Idee. Ja, ich kann dann gleich. Ich bin nämlich gerade in der neuen drin. Ich gucke gerade, ob man hier noch irgendwie von einem Fenster aus wohin gleiten kann. Aber scheint nicht so. Ich war ja auch der Meinung, wir haben, glaube ich, alles, also wirklich alles entdeckt. Jetzt fehlt nur noch dieser Tower. Der braucht einen 4-stelligen Code. Ja, dann kannst du. Hast du gerade Zettel und Stift zur Hand? Yep. Weil dann kannst du schon mal die neuen aufschreiben. Und der bin ich nämlich gerade. Ich kann sie gerne aufschreiben, aber was hat das. Oder wie? Oder welche Code? Es kann ja nur. 16 Minuten. 16, naja. Da haben wir was zu tun. So. Dann haben wir einmal die neuen Hammer schon. Dann die. Nach welchem Prinzip gehst du jetzt eigentlich? Ich guck jetzt erstmal nur rum. Die 5. Ja. Das Haus hat gar keine Nummer. Lull. Okay. Ich bin noch bei der 2.
Soll ich ja auch mit aufschauen? Wenn das eine Tür zum Aufmachen ist, ja. Da kannst du die 1 auch gleich aufschreiben. Ich muss gerade überlegen. Weil wenn das jetzt mehr als 4 Zahlen sind, müssen wir uns die Häuser angucken, wo man die Tür nicht öffnen kann. 2, 1, ja, kann man alle öffnen. Sind auch geöffnet. Mach mal noch bei der 4. Ja, mach mal eine zweite Zeile, wo man die einschreiben, die man nicht öffnen kann, wie die 4 zum Beispiel. Ja. Hier ist nochmal die Hausnummer 4 in die Zeile, die man nicht öffnen kann. Nochmal 4? Hm. Oder ist das 4? Nee, zweimal die 4. Einmal die 8 beim Aufmachen. Ja gut, damit sind schon ein paar mehr Möglichkeiten jetzt. Die 5 bei Nicht-Aufmachen. Die 5 hast du mir eben schon bei Aufmachen gesagt. Ach nee, 3. 3 bei Nicht-Aufmachen. Danke, genau. Die 1 bei Nicht-Aufmachen. Die hast du mir schon gesagt bei Aufmachen. Hä? Weil hier ist es sie. Stopp mal! Nein! Wir hatten was ganz anderes. Wo komme ich in dieses scheiß Journal? Hier. Die einmal die 1 an dritte Stelle aufschreiben. Zug kann öffnen. Nee, einfach 1 und. Ja. Also 4 Felder, davon ist Feld 3 die 1. Ja. Geht gleich weiter. Jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, über was wir geredet hatten. Beim letzten Mal. Nicht wegen den Hausnummern. Hier war doch irgendwo, hier ist der. Das ist die 8. Die 8 an zweite Stelle. Ich bin gerade etwas. Ja, ich sehe es, mach das erst mal. Ich will kurz hier noch die ganzen Bäume abhalten. Die 8 an zweiter Stelle hast du gesagt? Ja. War ich schon? Das eine Teil war, glaube ich, da hinten. Warum eigentlich genau in der Reihenfolge? Erklär ich dir gleich. Okay, das nächste. Scheiß Journal. Was war an dritter Stelle nochmal? Die 1. Okay, jetzt erkenne ich auch das hier. Die 4 an erste Stelle. Okay. Andere ist ein Rettungsreif. Denn wenn du mal das Journal aufmachst, hast du da auf der letzten Seite so Symbole. Eine Schere, ein Bürger, ein Rettungsreif und eine Taucherbrille. Ach! Und ich habe dir von den Geschäften gerade die Nummern gesagt. Jetzt fehlt nur noch das letzte, der Rettungsreif. Schon wieder so ewig her. Ja, am 13. November haben wir das letzte Mal aufgenommen. Keine Ahnung. Let me help you. Da war ich schon.
So, jetzt haben wir nur noch 9 Möglichkeiten. Sind wir von 16 auf 9 runter? Soll ich ein bisschen rumprobieren? Warte, ich komme erstmal hoch. Kannst du dann nicht ohne mich irgendwas machen? Weil ich jetzt halt auch kein Geschäft mehr gefunden habe mit einer Zahl dran. Na dann gehen wir von 1 bis 0 alles durch. Okay. Da ist was explodiert. Warte mal, hier steht was. Emergency Bridge Launch. Fahrstuhl kann man nicht fahren. Doch, klar. Ja, aber nicht nach oben. Ach so. Nee. Und die Kuppel ist noch heile. Warte mal. Irgendwas mit Bridge stand da, hast du gesagt. Ja. Hier hat sich auf jeden Fall jetzt einiges verändert. Das ist neblig. Sicher, dass das nicht schon vorher war? Nee. Toll, ich wollte Backslash drücken zum Zoomen. Wow. Also irgendwo muss ja jetzt was passiert sein. Steht sowieso, fällt mir jetzt gerade erst auf. Auf dem Teil steht Projekt drauf. Ja, vielleicht ist das ganze Ding einfach nur ein Projekt gewesen. Sonst kannst du nochmal den Fahrstuhl hochfahren, wenn du noch in der Nähe bist. Ja. Und nochmal das Wort sagen. Warte. Ich hab's. Wo bist du? Ich bin einfach an der Außenwand lang gelaufen. Da ist was Neues entstanden. Oder wir waren einfach vorher blind. Warte, nichts machen bitte, ich möchte das auch sehen. Nee, klar. Ich muss dich nur finden, ne? Anders gesagt, wir treffen uns beim Boot, weil wir müssen da eh hinfahren. Ja, bin ich grad. Dann bleib da, dann muss ich es erstmal finden. Ich muss nämlich was trinken und essen. Scheiße, wo war unser Schiff? Oh, warum ist diese Kuppel so groß? Ah, übrigens, ich habe das Haus jetzt gefunden. Das heißt Floating Fashion mit dem Reifen. Okay. Aber ich finde unser Zuhause nicht. Ja. Ah, ich hab's. Muss jetzt nur noch hinkommen und dann. Jo. Kann aber auch sein, dass wir einfach nur blind waren und das schon die ganze Zeit da ist. Das werden wir ja gleich sehen. Wir könnten einmal umdrehen. Ja, ich warte ab, bis ich ein Anker lichten kann. Kannst. Ich kann mich hier erstmal drehen. Oder auch nicht. Hat er jetzt.
fahren wir vorwärts? Ja. Aber wir fahren gerade gegen die Strömung, so wie es aussieht. Ja. Ist nicht so weit. Wir haben, glaube ich, eh genug Holz und sonst. Wir haben hier genug. Alle Bäume sind ausgewachsen, also. Das passt. Das Wetter ist nur nervig gerade. Ja gut, in dem Tempo brauchen wir 500 Jahre noch. Ach, ich sehe, ist das mit der Antenne oben drauf? Yep. Das ist neu. Okay, also bin ich doch nicht ein bisschen blöd. Ne, wir sind ja eben mal rumgefahren, glaube. Weil wir ja den Eingang gesucht hatten. Aber nicht komplett. Ne, aber das ist definitiv neu. Ja, wird schon neu sein. Das hätte man auch von der Kuppel aus am Tag gesehen. Und wir hätten ja es spätestens bemerkt, als wir die ganzen Teile hier runter gemacht haben. Wascha. So. Nur wieder die Frage, wo geht's da rein? Einfach drumherum fahren. Die Generatoren sind noch mehr als die Hälfte voll. Ah, da ist eine Leiter nach oben, da wo du zusteuerst. Ja, perfekt, ich sehe es. Können wir ja ein bisschen sauber daran fahren. Soll ich die Motoren schon mal ausschalten? Kannst Anker legen. Hier lichten. Abstellen. Bitte nicht lichten, sondern legen. Anker lichten wäre schlimm. Bist du da? Ja, ich bin hinter dir. Waren drinnen. Ach so, der Leder und Scharnier, also nichts Tolles. Da liegt was drauf. Wassertank. Oh, hier ist noch so ein kleiner Safe. Ich würde ja auch gerne mal was einsammeln wollen. Warum bist du nicht andersherum gegangen? Kommen wir da rein? Nö. Steht da irgendwas, was fehlt? Ich werde mich nicht mit Entschuldigungen aufhalten. Ich weiß, dass du dein Bestes getan hast. Tangora basiert vollständig auf einer theoretischen Grundlage mit Motoren, die kaum getestet werden und benannt und bemannt von Narren, die nicht auf die ausstehen. Ach, leck mich doch am Arsch, das ist mir zu viel zum Lesen. Aber das war's jetzt. Oder? Ich habe hier nichts mehr. Boah, ich hätte auch gern was eingesammelt. Außerdem, du hast was eingesammelt, wenn man es genau nimmt. Wow, Dark und Westies, Mane. Ich dachte halt echt, dass du andersherum gehst.
Jo. Unter dem Ding ist auch nichts. Oben drauf ist nichts. Musst du es eher so sehen, Ike. Alles hat ein Ende. Wir brauchen doch noch einen Code. Ich glaube für was? Ich glaube, naja, fürs nächste, weil das kann doch noch nie alles gewesen sein von Raft. Das war das Kapitel 2, also alles bisher, ja. Weiter sind sie nicht. Sicher? Habt ihr noch was? Habt ihr noch was gerade gefunden? Tangora, Faruna Point and More is coming in the Source Capture. Tatsache, Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Das war's. Ja. Dann bedanke ich mich für alle, die so ewig lange zugeschaut haben. Ach, 50 Folgen ist nicht viel. Okay, 51. Mit der heutigen. Selbst das muss man durchhalten. Aber die Welt, die lässt du so stehen, oder? Musst du die löschen? Nein, klar. Falls ein neues Chapter kommt, spielen wir mit dem Spielstand weiter. Das soll ja kommen. Steht auch ungefähr da, wann... Nee. Schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Points gibt es insgesamt, haben wir bis jetzt. Zurzeit. Und da sieht man ja, das Buch hat noch ein paar Reihen frei. Ja, dann war's das hier erstmal mit Raft. Mal gucken, was wir als nächstes zusammen zocken. Und uns gegenseitig anzicken. Funktioniert ja schon super im Kontinuum gerade.